Herzlich willkommen. Scheiße. So Leute, da sind wir wieder zur weiteren Runde Dark Souls 2, mal wieder hier nach irgendwie 12, 13 Tagen. Ich war ja back. Und jetzt bin ich back. Herzlich willkommen. Ja, lief dann leider doch nicht so. Ne, ich hab's ja im gestrigen Video, übrigens sehr geiles Spiel, was wir gestern gezockt haben, Project Lazarus, habe ich gestern anfangs kurz drüber geschnackt, lief dann nicht mehr so. Ich habe an 2 Tagen 5 Videos aufgenommen und danach habe ich gemerkt, war keine gute Idee. Stimme war direkt wieder im Ass, verschleimt, mehr gehustet wieder. Ich habe sogar für Hauptkanal Autobahn Polizeisimulator 3 aufgenommen, da habe ich da rumschreien müssen, weil es ging nicht anders. Das war dann auch gar nicht gut. Und deswegen war ich dann nochmal 2 Wochen im Ass und weg. Richtig scheiße. Maximal unangenehm, frustrierend. Ja, war kacke. Die letzten 5 Wochen waren echt nicht so meine arbeitsbezogen. Privat lief es. Privat lief es. Hab beide Gläfen jetzt und naja. Ich trage jetzt nicht die ganze Zeit die. Das hat mich letztes Mal zu sehr abgefuckt. So. Ich würde sagen, in alter Tradition zuallererst die heutigen Kommentare, meine Damen und Herren. Beim letzten Mal, ach nee, ich spreche ja gleich an, weil es auch in den Kommentaren aufkam. So, fangen wir an mit Rausche. Vor 12 Tagen ist ja, also für euch jetzt inzwischen 13. Jo, Henno, die Viecher bei 45, 54 kann man killen. Einfach die Echsen unterhalb der Steinfigur abballern. Er meint die. Die Viecher, die hier ballern. Ich hab da ja gegen gehauen. Nichts passiert. Man muss sie unten abaimen. Geil. Also, heftig. Haben bestimmt schon mal hier und da Leute geschrieben, aber kam dann, wurde dann nicht hochgevotet oder so. Könnte ich mir vorstellen, weil es kann nicht sein, dass jetzt. Wir sind schon ein paar Folgen im DLC und jetzt kommt die erste Scheiße dazu. Also, weiß ich nicht. Gut. Ich sehe rechts immer die vorgeschlagenen Videos. Denken wir dann so, ich kriege. Wie gut gefällt mir Stray wirklich? Hat er schon mal gesagt, er findet's gut? Na, hat er gelogen? So, dann... Hier, von Ilki. Nur 360p und Spielsound nicht synchron. Egal, Henno Souls, rein. Endlich wieder so und bla. Also, freut mich natürlich. Dazu 2 Kommentare. Erstmal, tatsächlich schwankt aktuell YouTube wieder sehr damit, wie schnell ein Video verarbeitet wird. Wir sprechen hier von... Entweder 10 Minuten oder 8 Stunden. Das ist so die Spanne. Wir versuchen damit maximal gut umzugehen. Wir sind routiniert in unserem Upload-Prozess bzw. Bearbeitungsprozess mit meinem Team. Aber ja, wenn YouTube mal einen scheiß Tag hat, dann versuchen wir es trotzdem zu releasen, weil wir denken uns, ey, auf Handy kann man, viele gucken es auf Handy, da geht 360p. Niemand wird gezwungen, das zu gucken. Kann ja später wieder reinschauen. Von daher, ja, ist doof, wenn die also ich find's mega kacke, weil ich kann ja gar nichts dagegen machen. Verstehe, was ich meine? Ich kann nur immer früher hochladen, aber ja, versuchen wir schon bestmöglich, aber das geht halt auch nicht ewig. Dann Spielsound war nicht synchron. Ja, finde ich, also das sind so Sachen, darüber ärgere ich mich dann eher, weil das kann man ja beeinflussen. Tut uns leid. Ist jetzt 2-mal in letzter Zeit vorgekommen. Maximal unangenehm. Von daher auch nur da. Wir haben schon intern gesagt, ey, müssen wir mehr drauf achten. Haben wir dann jetzt im Griff. So, dann Timo Main. Da muss man natürlich immer aufpassen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe zwischenzeitlich, kann man da hinskippen, ein bisschen geschnackt über Wellness. Also, ne, wir sind da so am Beckenrand. Ne, ihr erinnert euch. Kalle und ich waren im Wellness. Ich glaube, Kalle hat inzwischen auch ein Storytime dazu sogar hochgeladen. Oder wird er noch?
nochmal ein bisschen ausführlicher. Hier ist jemand, der im Wellnessbereich arbeitet. Ich lese das einfach mal kurz vor. Moin, zu der Wellness-Thematik. Ich bin seit Jahren in einem Fitnessstudio mit großem und wirklich tollen Wellnessbereich. Ah ne, der arbeitet da nicht, aber geht da regelmäßig hin. Und in allen Studios dieser Kette, in Klammern Meridian Spa, ist der Wellnessbereich textilfreie Zone. Also FKK. Quasi, nur anders formuliert. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist es eine allgemeine Regel für den Wellnessbereich und da fallen die Whirlpools nun mal mit rein. Ansonsten würden viele Menschen damit in die Sauna gehen, was wie von dir gesagt unhygienisch ist, da man diese vollschwitzt und unter der Dusche nicht wirklich sauber bekommt und nach der Sauna in den Whirlpool. Ja, aber da kann man ja sagen, in der Sauna verboten. Also in der Sauna Klamotten verboten. Und dann gehen die da halt nackt rein und danach duschen sie sich ab und dann können die ja wieder mit Badehose in den Whirlpool. Dann ist der Whirlpool nochmal anfälliger für die Vermehrung von Keimen aufgrund der hohen Temperaturen. Und der das verstehe ich. Und der letzte Grund ist der, dass es sonst häufiger zu unangenehmen Starren kommt. Und das war jetzt vollkommen neu für mich, weil ich bin ja auch kein regelmäßiger Wellnessgänger. Wenn manche nackt sind und andere nicht. Bei mir im Studio werden schon häufiger Leute angesprochen deswegen. Und das waren gerade Jugendliche, Jungs, die da gerne Frauen angeglotzt haben, aber selber schön die Badehose anbehalten haben. Also anscheinend ist es so ein Ding, dass Leute, wenn sie selber nackt sind, nicht zum Starren kommen. Also, ja, ist doof formuliert. Aber ich verstehe das schon. Ich bin grundsätzlich auch kein Freund von FKK und möchte vieles dann auch nicht sehen. Allerdings finde ich die Regelung für den Wellnessbereich schon sehr sinnig. Und denke, jeder erwachsene Mensch sollte, wenn er in so einen Wellnessbereich geht, auch erwachsen genug bzw. okay mit dem Nacktsein sein. Ja, ich glaube, da schließt du zu viel von dir auf andere. Aber wenn es... Also, ich skippe mal kurz zu jemandem... Also erstmal danke, ich skippe mal zu jemandem anderen, weil der hat es ein bisschen besser, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Und der Timo Main meinte das, glaube ich, auch. Moin Henno, erstmal schön... Jetzt reden wir über Wellness, ne? Aber ist ja auch mal cool. So, also zu deiner Whirlpool-Story. Gehe selber regelmäßig in die Sauna, Wellness. Es gibt tatsächlich Pools, in denen von der Betreiberseite aus das Tragen von Badekleidung untersagt ist. Das kommt tatsächlich eigentlich häufiger in Saunabereichen vor, so wie du das auch schon gesagt hattest, muss aber nicht. Der Grund dafür ist meistens, dass die Betreiber einen Pool anbieten wollen, der hygienisch sauberer ist, da statistisch bewiesen ist, dass sich in der Badehose Fäkalien, Unrat und andere Bakterien sammeln. Ja, ist halt so. Daher bieten manche Betreiber neben dem Saunabereich auch Pools für Leute an, die sich an diesen Rückständen in den Textilien stören oder die aus gesundheitlichen Gründen einen Pool ohne diese Rückstände bevorzugen. Das verstehe ich komplett. Das ist für mich nachvollziehbar und. Vielen Dank. Was ihr da erlebt habt, ist zum Teil leider ein größeres Problem, gerade auch in Saunen. Die Leute reagieren in diesen Bereichen oft wirklich sehr empfindlich und aufgebracht. Wie der Herr reagiert hat, ist auch wirklich unangebracht. Hab sowas auch schon häufiger miterlebt. Die Leute scheinen in den Bereichen gerne mal etwas dünnhäutiger zu sein. Verstehe auch nicht, was das soll. Im Fall die Leute höflich darauf hinweisen und Zweifel mit dem Personal klären. Ja. Irgendwer hat auch geschrieben, es kommt drauf an, ne, es gibt Pools im Saunabereich, es gibt Pools im Poolbereich, also Whirlpools im Poolbereich. Und je nachdem, wo die stehen, ist dann halt eben auch, ja. Fand ich interessant. Wollte ich hier mal auch der Vollständigkeit halber mitteilen. Ansonsten gibt es noch einen Tipp bezüglich Pfeile, und zwar, ich solle mir Finsternispfeile holen, denn die hauen nochmal härter rein als beispielsweise Eisenpfeile. Nochmal drauf zurück. Ich hatte ja mit meinem Finsternisbogen mit Feuerpfeilen geballert und war enttäuscht über den Damage. Lag daran, dass die Feuerpfeile den Finsternis-Verzauberungseffekt überschrieben haben und deswegen wenig Damage kam. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Wie dem auch sei, ich brauche Pfeile, die physischen Schaden machen oder halt auch Finsternisschaden. Jetzt gibt es Eisenpfeile, die machen 85 physischen Schaden einfach Base. Es gibt aber auch Finsternispfeile, die machen 160 Finsternis-Damage und 50 physischen Schaden. Die brauche ich. Die kann man unendlich bei Grave Warden Egdane kaufen. Ich glaube, das ist der Typ, der mit uns geredet hat und da an der... Ja, genau. Okay, vielen Dank. Da gehen wir erstmal hin. Haben wir die Knete? Nee, da gehen wir erstmal nicht hin, weil wir haben ja
an einer sehr prekären Situation aufgehört zu spielen. Ihr erinnert euch vielleicht, sicherlich. Und zwar, geil, ey, Kommentare vorlesen, nur 10 Minuten gedauert. Abfall, wir können richtig viel zocken. Und zwar hatte ich der hier unten angeballert mit dem Bogen und da habe ich beide hochgezogen und musste zweimal diese richtig ekligen, vollgepäusten Ritter wegscheppern. Sag mal, sind diese Dinger eigentlich... Hoppala, da war aber hier ein Legframe, Digga. Frame Drop. Okay. Ja. Ich weiß nicht genau, ob die Todesanzahl stimmt, 103. Ach so! Morgen ist ein Gast da. Also ich nehme morgen auch wieder auf. Nächste Folge kommt ein Gast. Ich sag noch nicht wer, aber ich gebe einen Tipp. Ein kleiner Spoiler. Für die, die sich drauf freuen würden. Achtung, den sage ich jetzt, falls ihr skippen wollt. Die Person hat pinke Haare. So, jetzt geht's weiter. Das Geile ist so, ich sag, ihr sollt skippen, aber ihr wisst ja nicht, wie weit. Naja, never mind. So. Freue ich mich sehr drauf. Sehr geil. Und der Peter von Pete's Meat ist auch inzwischen wieder von seinem Roadtrip back, I guess. Hier war ich? Nee, hä, hier war ich nicht. Warum gibt es Räume mit offenen Truhen? Ich denke die ganze Zeit, hier war ich. Aber das da ist ja der Beweis dafür, dass ich hier nicht war. Na egal, ich wollte sagen, Peter, ne? Kann ja vielleicht, falls wir nochmal 25, 22 Tode knacken, kann er ja auch nochmal vorbeischauen. Drakenblut-Set. Drakenblut. Nebenan schreit Sterzig, es ist unerträglich hier zu arbeiten. Naja, so. Drakenblut. Dass das nicht alphabetisch geordnet ist. Ich kack mir in das Arschloch zurück rein. Es nervt mich. Dieses Erzdrakenhelm. Der sieht ja heftig aus. Gut. Ich muss sagen, geht euch, glaube ich, ähnlich. Dadurch, dass ich jetzt zwei so große Pausen hier hatte und das genau gestartet hat, also ne, wegen meiner Corona-Erkrankung, und dann hin und her. Und das dann genau... Also, sorry, wo ist dieser Blutdrakenbluthelm? Ich konzentriere mich kurz, sonst finde ich den in 10 Stunden nicht. Ne, Blutkraken... Ne, Drakenblut, ne? Mit D. D, D, D... Ha! Schwarzer Helm der Drakenbluten Ritter aus einem längst vergessenen Land. Hier, ne, ich lese das jetzt nicht. Keine Effekte, I guess. Gut, ich kann mir nochmal die Brust angucken. Die Brust ist meistens so das, wo ich sagen würde. Die hat am ehesten, glaube ich, Effekte. Digga. Da. Nee. Man könnte natürlich nochmal gucken, generell. Mal. Wahrscheinlich, wenn ich hier durch bin. Aber das mache ich, glaube ich, auch eher offstream. Ob ich neue Rüstungen bekommen habe, die irgendwie so kosten-nutzen-technisch oder gewichts-nutzen-technisch worth sind. Wobei, das würdet ihr, glaube ich, auch sagen, da würdet ihr mich darauf hinweisen. Deswegen verlasse ich mich darauf und chill hier weiter. Ich wollte sagen, mit den Pausen, die jetzt zweimal waren, längere Pausen, und das direkt so mit Start der DLCs, das Projekt zieht sich für mich jetzt gerade, so fühlt sich gerade an, aber ich glaube, man muss jetzt erstmal wieder reinfinden. War es jetzt zweimal so, also, ja, Main Game haben wir halt abgeschlossen. Das habe ich ja letztes Mal andersrum gemacht. So, und jetzt noch, fühlt es sich so an, wie man muss jetzt noch die DLCs machen. So ein bisschen Reste-Ding, weil eigentlich zur Hauptstory, ja. War, glaube ich, nicht so schlau. Bei Dark Souls 3 mache ich wieder andersrum. Einfach, aber auch eigentlich nur vom Vibe her. Vielleicht liegt es jetzt aber echt nur daran, dass ich halt krank geworden bin. Und deswegen diese Pausen entstanden sind und man deswegen vielleicht einfach ein bisschen Momentum oder so verloren hat. Also, theoretisch muss ich ja tiefer, oder nicht? Kann ich hier irgendwo rüberspringen, ohne mich komplett umzubringen? Hier irgendwie runterhopsen? Wie kommen wir runter? Also da ist eine Nebelwand, da muss ich hin. Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, wie wir hingekommen sind.
Diese Rekonstruieren nach 2 Wochen ist schwierig. Ja, also. Ich höre die Stimme. Soll die mich leiten? Gibt's hier. Guck mal, hier ist so ein. So, ist eingestürzt, ja. Dann gehe ich nochmal einen hoch. Letztendlich hat mich das alles hier runtergeführt. Vielleicht auch nur wegen den Kisten? Aber warum sind die Kisten alle offen? War ich da doch schon mal? Nee, dann hätte ich die Ritter ja safe in Erinnerung gehabt. Ist alles ein bisschen komisch. So, da kam ich. Da kam ich runter. Yes. Hier war nichts. Keine Scheinwand. So, dann bin ich hier links genau runter. Also, was wäre hier? Ah, hier? Ja? Ja? Ist hier unwer? Nö? Oh, ja, das sieht richtig aus. Sehr gut. Dann war das hier echt nur für den Loot. Okay. Ist hier wer? Nein. Da ist Loot. Irgendwo Gegner. Ich muss jetzt auch erstmal wieder in Modus kommen, ne? In Tryhard-Modus, in den Modus für... Ich könnte darüber springen. Aber komme ich dann von da runter? Ja, dann müsste ich von da auf die Ecke springen. Oh. Sowas kann schnell snowballen. Aber da liegt Loot. Kann ich von... Vielleicht kann ich auch von unten wieder hoch. Oder? Da kommt auf jeden Fall safe ein Boss, weil da ist auch ein Siegel. Aber dann müsste hier auch eigentlich ein Leuchtfeuer in der Nähe sein, oder? Ne, wobei, ist kein Eldenring. Okay, ich springe jetzt hier einfach mal rüber, ja? Sehr gut. Hier erwarte ich eigentlich wieder diese Ritter. Ich könnte da mal mit Parieren spielen. Aber es ist risky, weil ich... Also, ich finde, Parieren ist die stärkste Mechanik im Spiel. Punkt. Aber man muss halt immer sehr drin sein. Man muss es halt von Anfang an theoretisch machen und nutzen. In diesem Format ist es allerdings High Risk, High Reward. Plus, man muss ja von jedem Gegner... Habe ich zu früh? Sehr gut. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ciao, Kakao. Oh. Bei dem könnte ich mich anschleichen und den von hinten erdolchen. Aber ich glaube, dafür habe ich zu schwere Klamotten, oder? Dann macht man doch Geräusche. Sehr gut. Never mind, ne? Digga! Nein, zu früh. Oh. Okay, einmal safe. Ich habe auch gar kein Leben, ne? Also, das Problem ist halt wirklich, I have no life. Weil jetzt kommt gleich Boss. Das ist ein Problem. Da muss ich eigentlich auf zweihändig wechseln. Ich glaube, wenn ich da auf zweihändig wechsle, dann ist der auch tot. Okay. Das lief erstaunlich gut. Junge, kriege ich weiße Haare? Das sieht so übel aus, oder? Warte mal. Das sieht übel grau aus. Ich bin ja gestern 30 geworden. Ich guck gerade auf dem mobilen Endgerät, wie das aussieht, aber gut. Cool. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ich habe jetzt auch gar nicht bei dem eben auf den Loot geachtet. Aber ich glaube, das sind alle. Genau, es ist doch Glitzer-Titanit ganz viel. Was super nice ist, weil dann können wir unsere Rüstung hier richtig aufwerten. 5, geil, wir müssen mal wieder zum Nest. Da haben wir bestimmt inzwischen auch eh ultra viel. So, kann man hier noch irgendwo runterhüpfen? Nope.
Ja, jetzt kommt Bossfight mit 2 Flask. Das ist ja richtig shit. Und überlebe ich das? Ach du Scheiße. Oh mein. Gut. Das war ja toll. Aber ich habe das jetzt übersprungen. War da noch was? Hier muss bitte ein Leuchtfeuer sein. Anders. Drachenrast. Ja, jetzt kommt der Drake. Der Drache. Ist ein Drache. Heftig. Mit 2 Pots. Geil. Eieieiei. Warum ist das hier alles da? Warum gibt's das hier? Diesen. Ist hier kein Loot? Wofür ist das da? Hallo? Geiles Level-Design. Ja, sieht einfach nett aus, ne? Na gut, ich meine, letztendlich ist man runtergekraxelt. Ja, also. Wir müssen mal Ressourcen checken. Oder ich teleportiere mich wirklich back und versuche den Weg nochmal zu fighten. Und jetzt kenne ich ja alle Gegner und weiß, wie es geht. Hoffentlich. Okay, wir haben 7 Lebenssteine, aber die sind nicht... Wir testen mal ein. Wie schnell ist der? Was haben wir noch? Ja. Klosteramulett heilt relativ schnell. Nee. Das war vor allem für Gift. Drachenamulett. Viele TP. Was steht hier bei ihm dran? Wenig. Oh. Okay, viele sind schon mal deutlich besser. Und da haben wir 10 von. Das sollte gehen. Ist zwar bitter, weil sollte man... Also vor allem bei Gift halt gut einsetzbar, aber... Stellt TP über einen langen Zeitraum wieder her. Getrocknete Wurzeln. Ich glaube, die habe ich hier aus dem DLC. Die nehmen wir mal. 14. Weil der Lebensstein sagt wenig TP. Hä? Und... Die Wurzeln sagen TP. Das Drachenzeug... Nee, was war das? Drachenamulett sagt viele TP. Ich glaube, TP reicht. Alternativ kann ich die noch mitnehmen. So, jetzt ist ein Drache. Das heißt wahrscheinlich Feuerresistenz. Es sei denn, es ist ein Drache, der Blitzschaden macht. Das weiß man halt immer nicht. Aber hohe Wahrscheinlichkeit auf Feuer. Das heißt, das könnten wir nehmen. Alternativ gehen wir einfach auf Ausdauerregeneration. Yes. Okay, pass auf. Sehr doof. Ich fress mir jetzt... Weil es jetzt auch der erste DLC-Boss. Ich hoffe, der knallt jetzt gut rein. Ja. Und den letzten Boss, den ich ja gemacht habe, war ja dieser Finsternis-Boss, ne? Wo einfach der zweimal da war und mich zugeschissen hat mit Magie. Der war der schwerste Boss bisher. So, das... Und buff. Und rein. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Muss ja der Drache sein. Servus. Oh! 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 Mach mal nicht den. Oh shit, ich bin tot. Doch nicht. One hit. Das ist das Schlimmste. Komm mal her. Ihn erledigt es nicht. Maschallah. Hör mal auf zu flüstern. Hau mal. Warum krieg ich keine TP-Regeneration? Was ist das? Das kenne ich noch nicht.
Ah, sie beschwört. Ich hätte Ende machen können. Scheiße. Die ist ja easy. Also, jetzt nicht... Zwei Explosionen. Ich stech daneben. Und sie hat jetzt wirklich andere Angriffe. Und ich habe meinen Buff nicht mehr. Ich heile mich einmal Safety. Wo ist sie? Da. Untergangskönigin Elena, habe ich jetzt erst gelesen. Ja, first try. Ich meine, sie war deutlich cooler als der, die durchschnittlichen Bosse des Main Games. What? Oh my goodness. Kommt jetzt der Drache? Sie war deutlich cooler, rein auch von den Mechaniken her, dass sie Ads beschwört, dass sie unterschiedliche Spells hat, aber im Nahkampf und bla. Deutlich cooler als die durchschnittlichen Bosse von dem Main Game. Aber, ja, ging klar, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Also, oh, Level-Design ist schon deutlich runder und cooler. Yes! Nice. Jo, jetzt kommt doch direkt der nächste, oder? Wenn ich hier wieder Leute beschwören kann. Oh. Tanzen, was? Transzendenter Edde. Transzendenter Edde, Digga. Äbtissin Fever. Übrigens, Server immer noch nicht online. Das ist so eine Blamage, wirklich. So, kann ich mich so zurück teleportieren, oder? Oh, ich bin im... Das ist das Ende. Hier habe ich eins vermisst. Ja. Ich gehe einmal nach Majula. Ich habe so viel Seelen. Und ich kaufe Pfeile, Finsternispfeile. Aber erstmal... weil wir ganz viel glitzerndes Titanit haben. Und ich könnte auch leveln. Aber ja. Ich denke, ich verbessere meine Rüstung. Verstärken. Welche wartet? Welche habe ich denn an? Habe ich ihn an? Ist hier auf? Oh, Junge, das ist ja... Achso, mit dem roten Dings. Nice. Ist ja komplett durchmixt. Habe ich die Rüstung schon auf Maximum? Das sind nur Hosen und Hände. Die ist ja so marginal. Krass. Den Helm? Auch? Ja, mit den Pausen, ey. Plus 5, plus 5. Tatsache. Ich meine, ich könnte die hier noch verbessern. Es macht schon ein bisschen was aus. Ich glaube, ich mache das einfach. Schön feintunen. Wer den Pfennig nicht ehrt, ne? So. Ja, das läppert sich schon. Sind schon ein paar Stats. So. Aber Hände sind doch jetzt nur plus 4, oder? Nee? Doch. Ne, plus 2, hä? Was bitte? I'll be around. I'll be around. Ja. Bogen hatten wir ja, ne? Plus 10, yes. Schild brauchen wir nicht. Haben wir nur für einen Ausdauerbuff. Gut. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Erstmal. You've been well. Hat sie was Neues? Kann ja sein. DLC basiert so. Glitzer ist Titanit, hat sie 3. Cool. Ist das neu? Kann ich halt leider nicht sagen. Okay, fossiler Drachenknochen. Okay. No interest. Ich brauche auf jeden Fall Lebenssteine, nein. Die guten. Die guten Fette. Ja, von denen halt 5. Mehr geht nicht. Gut. Ja.
Dann. Übrigens zu der Mathematik bezüglich, was ich am ehesten jetzt skille, wegen den Buffs. Ne? Sacred Light. Ist es so? Da hat jetzt niemand was zugeschrieben. Zumindest hatte ich nichts gefunden. Aber ich kann auch nochmal Schlagwörter suchen in den Kommentaren. Dann finde ich da was. Ja. Jetzt kaufen wir die Pfeile. In der Undead-Krypta. Das war hier, ne? Gruft der Untoten. Right. Und das war, glaube ich... War das? Ja, ne? Das war, glaube ich, da. So, wir haben jetzt noch 140.000 Seelen. Ich hätte erstmal leveln sollen, glaube ich. Und für den Rest hole ich mir dann Pfeile. Aber na gut. So, hier war's. Genau, hier kommen ein, zwei Gegner. Und dann ist er da, glaube ich, schon direkt. Oder? Bin mir nicht sicher. Ja, aber ich bin auf jeden Fall jetzt sehr stark am Start. Ja. Fucking cool. I tank it now. So, Servus, Bro. Oh, ich höre noch den Dude mit der Fackel, ne? Tschüss. Ach, erst wenn der tot ist, wacht der hier, glaube ich, auf. Okay, der dreht eine Runde. Ciao. Man kann ja auch mit... Ach, nee, du. Man kann... Man kann ja auch mit zwei Schilden spielen, ne? Ja. Ja. Höher. Oh. Ha. Haben wir gleich, ne? Oh, ins Gesicht macht halt so viel Schaden. Zack. Zack. Oh, das war sehr gut. So. Jetzt können wir weitermachen. So, ihr seid mir scheißegal. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. So. Dann lass mich in Ruhe, Digga. So. Jetzt müsste er, glaube ich, auch schon kommen. Oder? Ja, jetzt redet er. Do not produce light. Ja, ja, ist ja gut. Irgendwann probiere ich mal, die anzugreifen. Ich frage mich, was dann passiert. Ja, jetzt halt die Backen. So. Guck mal generell, ne? Jawohl. Oh, aber nicht an... Ah, doch. Okay, ich kann nicht auch Menschenbild kaufen. Wärme. Mhm. Gut. Ich könnte 984 kaufen, ist die Frage. Einer kostet 60. Geht das schneller mit so? Nee. Ja, und sonst? Hm? Ich glaube, ich mache so 300. Oder 200. Ja. Wir sind ja auch schon sehr, sehr weit. Für 12.000, easy. Dann haben wir jetzt noch zwei gute Level, glaube ich, zum Skillen. Dann mache ich das mal. Abflug. Ja, und dann gehen wir zurück. Und da war jetzt noch eine Nebelwand. Ist halt wirklich die Frage, es wirkt so, als ob danach jetzt einfach noch ein Boss kommt. Wäre ein bisschen komisch, zwei Bosse hintereinander, ne? Ist jetzt nicht häufig so. Aber wobei, bei genauerer Überlegung geht eigentlich schon ab und an mal. So, Servus. Ja, Sieg. So. Ach ja, Quatsch. So. Skillen wir eine Runde? Ja, was wollten wir denn skillen? Genau, die Überlegung war Zauberei für mehr Slots. Da müssen wir aber richtig reinballern. Weil der braucht ja mehrere Slots. So war das, ne?
Oder wir machen Int und Wille hoch. Oder Geschicklichkeit. Oder halt Konstitution und Vitality. Die habe ich beide auf 40 gebracht. Ich glaube, das gleichermaßen noch. Nee, das nicht. Das bringt gar nicht mehr so viel. Ja, dann machen wir so. Und dann noch so. Ja. Nice. So, und jetzt kann ich von den 25.000 mir noch Lebenssteine kaufen. Ah, nee. War ja limitiert, ne? Ja. Na gut, dann ist es so. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dahin. Und gucken mal. Gucken mal. Also, es muss ja der Drache kommen. Um den geht's ja bei dem DLC. So, das heißt, jetzt gibt's auf Pumpas Fresse, glaube ich. Wir machen es genauso wie eben. Nur, dass wir tatsächlich die rausnehmen. Und wir machen mal, wenn ich merke, er macht Feuerattacken und ich bin gerade in einem guten Spot, will ich es mir mal offen halten, mich noch im Bossfight zu buffen. Und ansonsten nehme ich jetzt einfach Sis und gehe rein. Beziehungsweise buffe mich und gehe dann rein. So, jetzt volle Konzentration. Ich habe auch ein bisschen Harndrang, dann geht das besser. Ja, ist halt wirklich noch ein Bossfight. Der kommt jetzt von der Decke gekracht. Hier angeflogen. Aha. Servus. Hinter eine Säule? Die Säulen sind nicht umsonst da. Ich komme nicht ran. Alle Säulen kaputt hauen, damit die Decke einstürzt? Wofür sind die Säulen da? I mean, die sind zerbrechlich. You know what I mean? Oh, der hat einen Stachel. Oh. Okay, der macht irgendwie so Giftfeuer. Kann ich bitte ihn hinten angreifen? Oh. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Feuerresistenz. Sehr gut. Sehr gut. Macht aber fette Explosionen. Okay, mein Problem ist, ich habe da mehrere Spots, die ich anvisieren kann. Und das nervt. Weil ich hier manchmal... Ach ja, jetzt macht er den. Ich habe keine Ausdauer. Wo bist du? Ich sehe nichts. Eieiei, ich will hinten das Bein. Hey, jetzt habe ich nichts anvisiert. Das wählt einfach automatisch ab. Das war knapp. Ich muss erstmal auf eine Attacke warten. Nee, hä? Er macht nichts. Ich sehe halt nichts, wenn ich... Scheiße. Okay, der ist aber gut machbar. Mich nervt die Ansicht, wenn ich, also erstmal, dass er so viele Spots hat, um ihn anzuvisieren. Und ich habe das Gefühl, entweder nach einer Zeit hat es geswitcht, je nachdem, wie man die Kamera hält. Beziehungsweise die Kameraansicht ist, wenn man nah dran steht, dann sehr ungeeignet, weil man gar nicht mehr, sie ist irgendwie zu nah. Man weiß gar nicht mehr, was er macht. Okay. Aber der ist sehr gut machbar. 104, glaube ich. Ich kontrolliere das mal, wenn ich das nächste Mal in Majula bin. Und Freunde, es geht wieder los. Und die Kamera funktioniert einwandfrei. So. Es geht wieder los. Mir fällt gerade ein. Ich glaube, drüben hat niemand Walkie-Talkie an. Schauen wir mal. Ihr seht es gar nicht weiter genau, ne? Doch, ihr seht es.
Die Nummer 16. Ein Tweet mit dem Inhalt einer vorbereitenden Liste aus Unpopular Opinions veröffentlichen. Scheiße. Die Liste war Bier? Ja. Okay. Wir haben... Ananas ist eines der besten Toppings für Pizza. Pudding haut größer Pudding. Kekse mit Rosinen sind geiler als die mit Schokolade. Es gibt Kekse mit Rosinen? Ich kenne das eher so in Gebäck oder Kuchen halt, ne? Ja gut, ist auch Gebäck. Dosenbier schmeckt besser als Bier vom Fass. Ketchup passt zu jedem Essen. Ja. Es gibt keinen guten Disney-Film. Junge, es ist so eine asoziale Liste. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also, ist halt so. Ich habe natürlich Präferenzen, aber ich will ja auch, dass es jetzt nicht super, also möglichst angenehm ist, so gut es halt geht für mich. Wisst ihr, was ich meine? Batman würde gegen alle anderen Superhelden gewinnen. Er kann halt literally nichts, ne? Na gut, ist ja eher ein Detektiv. Ja, wo ist mein mobiles Endgerät? Ich glaube, Dosenbier schmeckt besser als Bier vom Fass. Er ist ein bisschen obvious, Troll, oder? Ist ein bisschen obvious, Troll. Es gibt keinen guten Disney-Film. Das kann halt wirklich jemand, der richtig lost ist, meinen, denke ich. Plus, man hat in Bezug auf sowas noch nie was von mir gehört. Gut. Es gibt... Also keinen, auch in Caps Lock, ist natürlich... keinen... guten... Disney-Film. Ja, da brennt wieder Twitter. Aber dafür ist die Plattform ja auch da, I guess. Mittlerweile. Gut. Ich kann am Ende der Folge mal ein bisschen euch... Ich meine, ihr könnt auch selber nachschauen, wie der, was so unterm Tweet los war. Aber ich kann euch mal nachher so schon mal ein paar ausgewählte Antworten und Kommentare vorlesen. So. Also, ich glaube, kleine orangene Blüte ist echt nice. Ich würde tatsächlich einen Leuchtkäfer jetzt nehmen. Ja. Und ich glaube, dann kann ich mir nicht Feuerresistenz buffen. Weil man kann ja nur einen Körperbuff haben. Ja, dann... Komm, dann hau ich mir ihn jetzt rein. Der Unterschied ist, jetzt steht er da auch wahrscheinlich schon. Ich meine, wofür haben wir sie, ne? Ist jetzt hier Endboss vom DLC. Da kann man schon mal Gas geben. Die, wirklich, ich habe ja die so selten benutzt eigentlich, ne? Seelen einsammeln, scheiße ich tatsächlich drauf. So, jetzt hopst der. Half-Life. Einfach Half-Life. Okay, Feuerball, glaube ich. Oh. Oh, da ist eine Giftwolke. Feuerball? Okay, und die hinterlassen Giftwolken. Ein Hit. Alter, das war knapp. Ich habe aber zugestochen, er hat durch seinen Hit gedodged, aber irgendwie hat er mich nicht getroffen. Seele des schlafenden Drachen Sin.
Second try, nice. Oh, was ist das? Ah, eine der Kronen wahrscheinlich. So, Yorks Ring. Den gucken wir uns direkt an, weil sonst vergesse ich wieder, dass ich sowas habe. Machen wir so. Ah, schon nerviger Sound, aber okay. Machen wir es einfach. Yorks Ring. Wehrt manchmal Zauber ab. Für PvP könnte das richtig gut sein, aber ja. So. Krone des versunkenen Königs. Fertig. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man hier alle Säulen zum Einsturz bringt von dem Drachen, irgendwas passiert. Aber scheiß drauf. Ja. Punkt. So. Ich guck mich nochmal um, ob hier sonst noch irgendwas ist. Man wird nichts übersehen. Aber auch der war jetzt wieder relativ machbar. Aber es ist halt auch immer einfach hier sagt, ne? Wenn man viel Schaden macht. Aber ich habe ja auch viel gedodged. Es war jetzt... Ja, vielleicht aber mittlerweile einfach auch viel gesehen, wisst ihr? Dass ich halt direkt... Allein dieses auch Run-Chargen oder dieses, dieser Clown-Hieb. Das ist so typisch Drachen bei Dark Souls, finde ich. Da brauche ich mich nicht einspielen auf den Boss mittlerweile. Gut. So, jetzt könnten wir direkt die Transition machen in das zweite DLC. Was anscheinend... Ich meine, hier waren es jetzt drei Gebiete. Könnte ein Tucken kleiner sein, aber es ist ja auch eher die Anordnung. Ich meine, hier haben wir fünf Leuchtfeuer in einem Gebiet. Aber hier ist es auch so. Okay, Nebelturm. Da waren wir einmal schon sehr früh. Da erinnere ich mich, weil ich wusste gar nicht, dass es ein DLC ist. Ich hatte überlegt, ja, gehen wir jetzt hier weiter. Und dann waren wir aber doch erstmal woanders. Okay. So, hier war nämlich, ne, hier hatten wir uns schon, hier sind wir über die Kette gegangen und so. Okay. Also, schauen wir uns um. Hier ist anscheinend irgendeine Art Fahrstuhl, da kann man auch runterhüpfen und runtergehen auf einem Fahrstuhl. Aber wir gucken erstmal, was hier ist. Das ist ein Thron. Ach du Scheiße. Junge, ich drück den Anvisierknopf und er guckt hinter sich. I hate it. Ich den angreifen, weil ich kann ihn nicht anvisieren. Da ist eine Hand. In den Kopf. Soll ich ihn versuchen zu killen? Ach, untersuchen? Schmelzerkeil benutzen, ja. Sprich die aus der Dose. Ich verstehe kein Wort. Sprechen Sie bitte klar und deutlich in den Hörer. Ja, das war alles jetzt sehr irritierend, bin ich ehrlich. I mean, ich starte in das DLC. Oh, da ist eine Tür. Ich starte in das DLC. Es kommt übel weirdes Vieh, was man nicht anvisieren kann. Aber ich kann hingehen und irgendeinen Gegenstand, den ich irgendwann mal bekommen habe, da reinjagen. Irgendein Keil. What the fuck? Ist das ein Schlüssel? Nee. Hä? Dann ist das hier. Habe ich den jetzt verwendet? Also ist der gone? Oder habe ich den als Tool immer zur Verfügung
Schmelzerkeil zerstört den Aschegötzen. War das der? Irgendein Keil war das. Ein in diesem Land gefertigter Eisenkeil, der den Aschegötzen zerstört. Der Aschegötze ist für Nadalia, ja, da habe ich ja die Seele von Nadalia gerade bekommen, sehr wichtig. Denn sie gab ihren Leib auf und vertraute ihm ihr ganzes Wesen an. Aber woher habe ich die? Seele der Aschebraut Nadalia. Seele der Aschebraut Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Okay, also Nadalia ist hier das Thema. Als Nadalia in dieses Land kam, war der König, den sie suchte, verschwunden. Scheiße. Entmutigt gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich an die Erbstücke des alten Königs. Dies ist nur ein Fragment der Seele. Es kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Okay, also ich glaube, es ist so. Ich werde hier in diesem DLC mehrere solche Begegnungen haben und muss jedes Mal einen Keil reinjagen und sammle dann die Bruchstücke dieser Seele. Und wenn ich alle habe, kann ich wahrscheinlich in den Bossfight Nadalia komplett weglöten. Hier kann man runterfallen. Hm. Ey, wait a minute, da kann ich runtergehen? Oh ja, da ist eine Treppe. Okay, wir haben jetzt drei Wege. Wir können entweder hier rein oder da rein oder da hinten runterhüpfen. Wobei, das könnte ja genau das hier sein. Ja. Also, ich kann Fahrstuhl fahren. Oh, ich höre ein Leuchtfeuer. Dann machen wir das. Wollt ihr mich verarschen? Ich komme jetzt nicht runter. Aber ich kann darauf. Alter Pflanzenbalsam. Ja, moin. Ist hier irgendwas? Dann da drauf. Da drauf. Ich höre sie schon wieder. Hier kann ich nicht runter, das wäre tödlich. Dann hier rein. Ja, hier ist sie wieder. Hier ist sie wieder. Aber hier war doch ein Leuchtfeuer. Ich habe doch ein Leuchtfeuer. Das war das oben. So, dann komm mal. Oh, shit. Arschloch, Digga. Der hält ja gar nichts aus. Gut, aber vielleicht macht der brutal Damage. So, ich höre hier Flüster. Hier wird nicht geflüstert. Oh, oh. Ich höre Schwingen. Dämmerungstraum. Wer flüstert, der lügt. Oh, lol. Die hinterlassen Seelen. Bitte in den Hörer. Also, sorry. Ich hab Schiss, dass hier irgendwo eine Trap ist. Jetzt kommen zwei. Digga. Drei kommen. Okay, ich heile mich erstmal, weil die sind wild. Das ist okay, weil ich wollte den einen erstmal jetzt loswerden. So, und dann ist der andere nämlich auch tot. Okay, also ungebufft. Ja, schwierig, weil... Hm. Gut. Rennen wir erstmal alle um. Da können wir rein, gut. Krass, die sind von hinten. Oh, da ist sie. Ja, da ist noch so ein Götze. Was redet die? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Aber die sagt was. Leiter. I see no trap. Hopefully. Auch noch eine Leiter. Nehmen wir mal die. Oh. Was ist das? Er hat einen Bogen und ein Schwert. Alter, was hier los ist. Ach du Scheiße, es geht ja richtig weit runter. Da ist auch noch ein Dude. Den können wir da abschießen. Aber warte mal. Knallt der mich jetzt ab? Nein, gut. Ich muss einmal die neuen Pfeile anlegen.
Schön den Kopf. Jo. Das war's. Sehr geil. Ah. Boah, das sieht aber übel aus. Bisschen verrenkt. Okay, ich kann nicht durchs Gitter schießen. Sedge. Aber so ist es, wa? Prismastein. 10 Stück. Ah, dann brauche ich die hier wahrscheinlich. Da ist eine Truhe. Hier ist ein Fenster. Ist aber safe. Ja, da hin. Ach nee. Okay. Ja, ist auch safe. Sind keine Schlösser dran. Aber könnte natürlich trotzdem eine Trap sein. Nee. Titanitscholle, eine. Okay. So, jetzt kommen wir, glaube ich, bei denen an. Oh. Shit. Okay, ich darf nicht zu nah dran. Ich muss erstmal die wegknallen. Aber ich habe keinen Bock, die zu fighten, während die hier Feuerzauber macht. Schön. So, jetzt müssen wir ein bisschen dodgen. Ach du Scheiße. Geht das? Das geht auf einmal. Lol. Hauptsache durch Dings kann man nicht. Weißt du, wie ich meine? Durch Nebeltore, Türen kann man nicht. Weil man dann immer gehittet wird und interrupted wird, aber hier geht's. Ja, ist halt ein DLC, haben die wahrscheinlich ein bisschen mehr nachgedacht. Okay. Aber das waren nicht die, die ich durchs Fenster gesehen habe, oder? Also über mir ist ja noch einer. Was hier? Das kann mir ja nichts bringen hier, oder? Ja, zum Achso, ich hätte von oben hier runterhüpfen können. Ja. Okay, gehen wir mal hier weiter. Hier ist ein Hebel. Ziehen. Oh. Achso, okay. So, geht rechts und links. Da ist auch was. Aber da geht's ja runter, okay. So, ich buff mich mal, weil hier kommt safe jetzt Gegner. Alter, ey, what? Wie viele Seelen habe ich? Ach ja, weil ich den Drachen gekillt habe. Oh. Ja, dann am nächsten Leuchtfeuer. Ist hier weggespawnt. Ich höre irgendwas. Hier? Alter, irdischer Stein. Alter, ich one-hitte die fast. Krass. Das ist ja mega obvious, ey, im Vergleich zum Rest des Spieles. Na gut, müssen die wissen. Ja, ist die Frage, ob ich hier jetzt direkt lang gehe? Ah ja, das ist einfach nur ein Raum mit Kisten, wobei die Dinger... für Wasser. Und hier kommt jetzt Feuer rein, genau über den Thron. Das ist suspicious. Gatter in Kombination, dass hier Vasen stehen mit Wasser. Ich hätte gedacht, wenn man die Truhen öffnet, geil, Seelengefäß, wenn man die Truhen öffnet, kommt von oben eine Stichflamme, aber wenn man vorher sich hier in Wasser rein dings, überlebt man das. Das hätte ich jetzt erwartet. Ist irgendwie schade, wenn man dem Spiel ein bisschen zu viel, wie sagt man? Also, ja, wie sagt man das? Ich erwarte inzwischen zu viel von dem Spiel. Oder das Spiel liefert einfach nicht. Es überrascht mich selten noch, ne? Vielleicht das. Okay, ich hab... ist jetzt doofes Timing.
Ich nehme es doch gern zurück. Ich glaube, das ist die beste Taktik, bin ich early. Aber ich will auch schon wissen, was die machen. Ich lass mal einen am Leben. Und dann gucke ich mal, was die eigentlich machen. Die sind doch alle explosiv, oder? Ja, 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 ja. Dann wäre die Wand wahrscheinlich gesprengt worden. Schade. Hier, er hier. Hier, jag dich mal hier rein. Schwarze Feuerbombe. Bro. Nee, der rennt von mir weg. Mit einem explosiven Fass. Der will gar nichts von mir. Okay. Gut, ich schmeiß da jetzt mal die Feuerbombe drauf. Da? Nö. Hä? Ich hab was gekillt. Das könnte aber von unten irgendwie sein. Okay. Hier geht's feurig zu. I see. Das ist übertrieben viel explosive Fässer. Ey, aber muss doch. Digga, schmeiß mal dagegen. War das jetzt immer drüber? Scheiß. Hä? Was ist der Sinn von denen? Was? Warum? Was sollen die bringen? Naja. Weiß ich mal wieder. Aha. Aber irgendwas bewegt sich noch. Servus. Ach, wahrscheinlich noch ein tiefer, ne? Awkward. Dann so. Ja, also bisher geht das Gebiet mega klar, ne? Muss man sagen. Also es geht ja wirklich ultra klar. Hier runter? Ja gut, wenn man ihn... Oh mein Gott, der wirft Feuerbomben. Oh, doch nicht. Bitte triff. Triff bitte. Dann nicht. Ist doch cool. Ja. Das ist halt das Problem an den Degen. Weiterhin. Und ich muss erstmal wieder... Also war misplayed. War misplayed. Nee, 1054 haben wir nicht. So. Ah, soll ich mal gucken wegen dem Tweet? Ja, machen wir am Ende. Abhart! ja. Ich dachte tatsächlich, er wirft die ganze Zeit Bomben. Da seid ihr. Ich dachte, er wirft die ganze Zeit Bomben. Die Nummer 10. Und deshalb wollte ich ganz schnell zu ihm und ihn clearen. War risky. Frustrierend dann zu sehen, dass er gar nicht mehr Bomben wirft, sondern seine Hellebarde rausholt, weil dann hätte ich ja ganz entspannt erstmal einen anderen machen können. Ein random Rüstungsteil ablegen. Dafür muss ich einen 10er-Würfel würfeln. Also ein W10. Dann schauen wir mal. Ich hole mal den Würfel. Also, wir machen es folgendermaßen. Ist, glaube ich, jedes Mal anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Warte mal. Ich habe inzwischen mehr Zeug. Oder ist ohne die Ringe? Aber dann wären es ja nur 8.
Ohne die Waffen? Bei random Rüstungsteilen, nicht Waffe. Hä? Wie hatten das früher immer hingehauen dann? Weil ich hatte doch schon immer mindestens einen Bogen mit. Ein random Rüstungsteil ablegen. Ich hatte doch schon immer einen Bogen oder eine Armbrust oder so dabei. Zauberstab nicht, klar. Aber dann wäre das ja auch schon nicht hingekommen. Ich habe 12 Sachen. Das ist ja scheiße. Ja, dann sagen wir, damit es auch wehtut, ohne Bogen und Zauberstab. Wobei der Zauberstab schon ultra gut ist, um halt buffen zu können. Aber den Degen wobei der Degen wäre gar nicht so schlimm, weil ich nehme einfach einen anderen Degen. Dann sagen wir ja ohne Hände und Hose. Ja. Also, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Immer von links oben nach rechts unten. Ja, ich mach nochmal, der war jetzt, wäre runtergefallen. Hier hin. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das tut weh. Das ist nämlich richtig viel Damage. Guck. Da beim Einhandwert. Boah, 50 Damage einfach weg. Uff. Darf ich auf den Slot jetzt was anderes legen? Nee, ne? Das wäre ja nicht Sinn der Sache. Ja, aber wie wär's dann bei einer Waffe? Hä? Wie habe ich denn das gedacht? Hey, das hatten wir auch schon häufiger. Wie habe ich denn das immer... Ich hinterfrage das gerade zum ersten Mal. Also, die Nummer 11 wäre ja, für den Rest der Folge sind die aktuellen Waffen gesperrt. Da würde ich sogar Zauberstab mit einbeziehen. Also, Bogen, Degen und... Ja, aber dann ist doch bei dem Ding jetzt hier, sind doch nicht die Waffen gemeint, oder? Ich nehme das mal mit. Ich kann mich gerade leider nicht erinnern, wie wir es beim letzten Mal gemacht hatten. Wir hatten ja die Strafe auch schon bestimmt 3-mal. Okay, wie dem auch sei, wir rennen jetzt ohne Ring weiter. Und ich könnte jetzt mal hier runter gehen. Because why not? Ne? Oder? Was meint ihr? Oh ne, ich muss meine Seelen finden. Ach du Scheiße, ich habe ja ultra viel Seelen gelassen. Das sind 3 Level. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Dann machen wir mal so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Hoppala. Hier waren jetzt mehrere Dudes. Okay, dann mache ich mal Folgendes. Hier war schon tricky. Ja, dann buffen auf jeden Fall. Weil ich brauche jetzt auf jeden Fall Damage. Ein Süppchen. Hinab zu deinen 1000 Brüdern. So, und jetzt den direkt von hinten. Alter, ich mach 200 Damage weniger. Hör doch nicht. Nur schnell, bevor der andere kommt. So, das war gut. Das lief sehr gut. So, jetzt hier lang. Die habe ich schon gelootet. Hier runter. Unten könnte ich jetzt den Typen nochmal abschießen. Oder komme ich da überhaupt lang? Ach ja! Tatsächlich komme ich da lang. Das ist sogar ultra gut, weil sonst wären da unten 3 anstatt 2. Nice. Wir nehmen sicherheitshalber die Leiter. Das macht so einen krassen Unterschied, wenn man das Gebiet kennt oder blind spielt, ne? Das ist ein ganz anderes Game. Also, klar. Aber wenn man einfach das Game schon kennt, man weiß, einfach, einem ist diese Angst genommen, dass man nicht weiß, was kommt. Das macht halt so... Ach, lol, hier geht's auch lang. Ja, genau, komm mal her. Jetzt kommt hier noch einer. Oh Gott. Ich darf auf keinen Fall sterben. Die machen ultra den Damage.
Das war sehr tough. Die haben sich gut ergänzt. Holy shit. So, jetzt war hier genau. Die würde ich einmal... Warte mal. Ich würde das gerne wegmachen und dafür die Lebenssteine rein, die 5, die ich habe. Ich mache die clean. Genau, um so hier so Reste zu heilen, wo ich keine Flask verschwenden will. Ist hier noch irgendwas? Naja, komm einfach mal her. Da ist noch einer, glaube ich, gespawnt. Dass ich da ihn nicht von hinten backstabbe. Das ist so weird. Ich bleib sogar extra stehen. Also wirklich. Aha, ein Item. Oh. Ja. Gut, dass ich den gelurrt habe. Ja, da bin ich zu faul zum Dodgen. Tanz des Feuers. Anscheinend Pyromantie-Spell. Da bin ich zu faul zum Dodgen. Ich habe aber auch genug Healing dabei, dass ich mir es einfach leisten kann. So. Genau. Rechts rum. Und runter. Nee, wait. Nee, wait. Bin ich durch die Tür? Ach ja, doch, klar. Oh, das... Ich darf es jetzt nicht... Ich weiß ja nicht, was sie hier mit den Fässern machen. Ob die sich da rein suiciden, weißt du? Beziehungsweise, was passiert, wenn ich... Ich glaube... Ich weiß ja nicht, was... Ich weiß halt immer noch nicht, was der Sinn ist von denen. I don't know. Weiß ich nicht. So, dann geht man ins Feuer. Ich mach mal so. Rüstungsschwert. Leute. Okay, ich probiere es mal. Passiert einfach nichts. Ist wahrscheinlich, wenn man mit Heavy-Sachen dagegen... jetzt aber nicht in Feuer, Dudis. Oh, das ist auch nicht gut, oder? Doch, das geht klar. Was sind das für Leute? Und warum war hier auf einmal der Typ da? Vielleicht ist er beim letzten Mal durch eine Explosion gestorben. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Warnrüstungsschwert. Das sah in seiner Hand sehr interessant aus. Heftiges Feuerschwert. Muss ja auf jeden Fall Feuer dran sein, denke ich. Ne, jetzt sind wir aber Schwerter schon durch. Okay. Menschentöter. Mit Gift. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Es gibt so viele Waffen, die wir haben. Warn Rüstungsschwert. E, C auf Feuer. Ja. 20 Stärke, gut. Ah, okay, die sind besessen von einem schwarzen Nebel, der hier im Turm ansässig ist. Klar. So. Hä? Ich stand literally vor ihm. Ey, also da die Hitbox, wo man einen Crit macht, ist ultra bad. So, dann wirf mal eine Dings und ich gehe wieder hoch. Ich bin so schlau. Macht der nochmal? Der wirklich. Burst ihn. Oh. Ein bisschen. Das ist echt sehr, sehr weird. So. Oh, ich habe
Truhe wurde zerhauen. Scheiße. Ei. Das ist mir seit dem Anfang nicht mehr passiert. Aber steht da auch eine Holztruhe, ist ja gemein. Also ich müsste eigentlich zurück und... Ist das wieder eine Götze oder ist es irgendein Ogervieh, Alter? Ich müsste... Oh, sehr gut. Oh, die speien Feuer, oder? Aber bis hierhin bin ich eigentlich safe. Oder ist eine Nebelwand? Krass. Okay. Servus. Aha. Gut, wir gehen leveln. Gehen schön leveln. Und ich check mal die Tode. Ich check mal die Tode. Wir kommen krass gut voran, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob da nochmal Peter vorbeischauen kann. Ob ich noch so viele Tode reinbekomme. Die DLCs sind schon kleiner, als ich dachte. Ja, wobei. 105, es passt. Nice. Gut, dann wird jetzt gelevelt. So, servus. Okay. Genau, die beiden. Und dann einmal Ausdauer. Geil, 3 Level. Ultra gut. Mega gut. Ich glaube, wir sind jetzt Level 169, richtig? Steht das hier? Ja, 169, krass. Aber wir sind schon auch gut High Level. Ich glaube, für ersten Playthrough in den DLCs sind wir auch schon krass drüber. Also, außer vom Power Level einfach, bezüglich der Schwierigkeit. So. Wo gehen wir weiter? Genau, also wir können von ganz oben ja nochmal die andere Treppe runter. Ansonsten hier durch die Nebelwand oder hier schauen, wo es hier lang geht. Oh. Oh, kann er hier durch? Ach, der Faxen. Der fliegt, der Bogen. Das ist ja Frechdachs. Nur von der anderen Seite Öffnung. Öffnenbar, Digga. Ja, aber ganz oben war doch noch eine Götze. Die habe ich ja durchs Fenster gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich die andere Treppe runtergehe, komme ich zu der. Aber ich bin jetzt schon deutlich tiefer, darum geht es mir, ne? Okay. Ich würde sagen, hier könnte so eine Art Boss-Event sein. Ich krieg einfach Seelen, hey. Probieren wir mal. Warum kriege ich Seelen? Hier geht's runter. Hier ist ein Fahrstuhl. Und hier ist auch ein Fahrstuhl. Ja. I don't know. Da unten sind Leute mit dem Fass. Da geht's in, ja. Okay, vorsichtig. Hier sind Leute mit dem Fass. Einer. Aber da ist eine Luke. Yes, so suspicious alles. Oh mein Gott. Hier stehen sie alle. Oho. Okay, Dude. Was ist dein Job? Wofür ist die Luke? Okay, da komme ich auf jeden Fall zu den Bros. Hier geht's noch tiefer. Okay. Puh. Ich habe das Gefühl, ich gehe an viel vorbei, weil oben war jetzt eigentlich auch die Tür, die von der anderen Seite nur zu öffnen war. Und hier waren jetzt 2 Fahrstühle noch. Oh, das sind die tot. Steh auf. Und dann wurden die besessen. Mehrere Fässerboys. Was sollen die? Die sind so ungefährlich. Ich check es nicht. Ja klar, hier sind explosive Fässer. Aber ich glaube, die sind echt nur eine Gefahr, wenn man eine stumpfe Waffe hat. Weil ansonsten... I mean, come on. Ciao.
sicherheitshalber alles abräumen, wie beim Kegeln. So. Ich meine, klar, theoretisch. Ja, I don't know. So. Jetzt würde ich hier. Oh, da ist eine Götze. Das sind sehr viele. Das sind drei Gegner und die Götze macht auch noch was. Genau, ich würde die gerne hier ein bisschen drunter locken und einzeln abschießen. Oh, das sind sogar zwei. So, der ist down. Der... auch. Ja, I guess I have to, ne? Und rein. Oh Gott. Jetzt down. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts. Cool. Ach du Scheiße, ich muss vor ihm. Beziehungsweise rechts hinter ihm ginge, aber er dreht sich dafür zu schnell, als dass ich das gut rangieren könnte. Der ist gut. Der kann was. Aber auch machbar. Was waren eben die Bestrafungen? Ich habe die Bestrafung gar nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, ja, 10. Na, ich habe weitergelabert. Ihr müsst da sitzen, so... Ach nee, ich hab die gemacht. Ich hab ja gewürfelt. So. Jetzt hier zum Ende hin nochmal. Abfahrt. Jetzt hier langsam, ne? So. Fünf. Mausefalle. Na komm. Ich komme diese Folge... relativ gut weg. Muss man sagen. Ich meine, eigentlich nach meiner langen Abstinenz mit kurzer Unterbrechung hätte ich jetzt so ein paar Peitschen erwartet. So karmatechnisch. Okay. Mausefalle. Da habe ich letztes Mal nicht beherzt genug reingegriffen. Das ist ein großer Fehler. Beim Mäusefallen muss man sehr beherzt tief reinfassen. Weil sonst kriegt man das richtig auf die Fingerkuppen. Und das ist übel. Wir könnten das diesmal mal anders probieren. Also, ich habe ja angefangen mit... mit so hier von oben, dass ihr seht, wie es auf dem Tisch ist. Aber dann seht ihr mein Face nicht. Dann habe ich so mal gemacht, so wie jetzt. Aber ich könnte auch mal so machen. Ich meine, ihr hört es ja, dass das Ding scheppert. Und er kennt mich, ich bescheiße jetzt nicht. Ich bin ja eher immer so. Ja, so. Man will halt nicht, alles im Körper sträubt sich, aber man muss. Ah, ich habe das Ding zu früh berührt, es ist genau auf die Fingerkuppe. Aber auch nur auf die vom Mittelfinger. Hä? Ich laber hier, man muss mir Herz rein. Das Ding ist, ich hab... Ah, ist doch egal. Ich hab diese Kippe, diese, die man berühren muss, die das dann triggert, die habe ich zu früh berührt. Ich muss mehr so von oben. Okay, man sieht aber nichts. Also, ach stimmt, ich war ja hier. Das Schöne ist, ich kann jetzt nochmal gucken, was... Also, wo ist das hier? Da irgendwie eine Tür? Ja, da hinten gleiche Höhe ist eine Tür. Ich könnte mal reinspringen und einfach die Tür aufmachen. Kommt der hier durch? Blitzer ist Titanit. Jupp. Ciao. Kann man da irgendwie rein, indem man... Nee. Na gut. Irgendwie sind ja so viele Minenkarren und so, ne? Als ob das hier eine heftige Mine ist. Hermine. So.
Genau. Ich würde jetzt, weil ich scheiße mal auf die Seelen, ist nicht schlimm. Ich probiere jetzt mal den Kram aus. Okay, die Fahrstühle sind hier ein bisschen weird. Was ist hier? Auch nicht. Muss man irgendwie das System hier erst anschalten? Ist ja weird, ne? So, den versuche ich mal zu rushen. Aber nicht so, dass ich auf die Luke dings. Was passiert? Was war hier? Ah ja, genau. Die ging nicht auf. Ja. I guess. Also, letztendlich war eben der Ansatz gut. Wenn ich in Bewegung bleibe, macht der Bogenschütze mir auch nichts. Ich muss halt nur den Riesener gut dodgen. That's it. Ja. So, euch checke ich halt gar nicht. Keine Ahnung, warum ihr existieren würdet. Würden die sich reinwerfen in so eine, ne? Dann würde ich es ja irgendwie verstehen, aber so. So, kann ich irgendwie... Also ideal wäre, wenn der Oger, Troll, whatever, hier runter geht. Ne? Oh, wait a minute. Ah. Geil. Geil, er dodge nicht mal. Ah. Yeah, jetzt rennt er los. Was ist mit ihm? Jetzt rennt er links los. Der Bogen ist so geil. Oh. Hau mich nicht. Er kriegt aber wenig Schaden, aber ist ja egal. Ich habe ja hier noch Pfeile. Hat er irgendwie einen Weak Spot? Der Arm vielleicht? Wahrscheinlich Kopf einfach. Ja, easy. Okay. Dann... Das ging gut. Was, für sowas habe ich den Bogen. Schön reinschießen. Oh, das... Junge, was? Dieser Frechdachs. Gut, ich war gerade auch ein Frechdachs. Fair enough. Gut, wir machen ein Duell. Jeder wie er kann. Schön. So, es könnte sein, dass das Drecksteil jetzt hier was beschwört. Das rastet ja vollkommen aus. Rein damit. Mittlere Schiene. Ich würde gerne wissen, was sie sagt. Oder es. Digga, jetzt reicht aber da oben. So. Ich wüsste gerne, wie viele Teile man braucht, aber gut, wird sich ja klarstellen. Okay, was haben wir hier? Ich habe immer den Verdacht, dass die irgendwann aufstehen, die Dudes hier. Weil die geistern ja oben rum. Ja, dadurch safe. Ja, mehrere. Ich muss schnell hin, damit ich ein bisschen Damage mache. Ach du Scheiße, ich mache gar keinen Damage. Hä? Der rutscht auf den Boden weiter? Finsternis macht gar keinen Damage. Ich meine, null Schaden gegen den, krass. Was ist wohl gegen die effektiv? Feuer. War so. Menschenbild, schön. Große Titanitscheibe, 5 Stück. Getrocknete Wurzeln. Das sind die, die regenerieren.
Glitzern ist Titanit. Geil. Also wir werden in den DLCs echt zugeschissen mit Ressourcen. Das ist halt echt so, damit SpielerInnen nochmal schön rumprobieren können oder was ist das? Ach du Scheiße. Ja, aber keine Chance. Also Range-Duell gewinne ich immer. Ich mach null Schaden. Aber ich gewinne. Ich meine, wirklich minus Schaden. Hey, ich brauche eine. Ich glaube, ich brauche eine. Ich brauche eine Alternativwaffe, glaube ich, für das Gebiet. Die haben so krasse Resistenzen für Finsternis und physische Angriffe. Also zumindest diese Geister eben und er jetzt. Eigentlich müsste ich. Was? Der ist runtergefallen. Es sah aus, als ob das so eine Animation war. Ja. Digga, ich hab doch gerollt. Ich hab doch geklickt. So, dass ich da ihn nicht stagger, ist so unrealistisch. Also, das ist so willkürlich, wann man wen wo... I mean, ich bin hier in der, was, 48. Folge? Und es ist für mich immer noch nicht ersichtlich, bei manchen Gegnern, was da los ist. Der ist hier runtergefallen. Oh. Servus, du bist Full Light. Oh. Okay, du bist einfach sehr Fernkampfresistent. Ah! Fernkampfresistenz. Arschloch. Rauchzauberinnenmaske. Rauchen die den ganzen Tag Marlboro oder was? Die kenne ich auch nicht. Rauchzauberinnenmaske. Eine von den Rauchzauberinnen getragene Maske. Wer hätte es gedacht? Nachdem der alte Eisenkönig in der Lava versunken war, entsandte man etliche Trupps in dieses Land, um die reichen Eisenvorkommen abzuschöpfen. Warum erst danach? Na gut. Als sie sich dem Kind der Finsternis gegenüber sahen, verloren sie die Nerven und nur die zähesten unter ihnen konnten es verhindern, zu Dienern des Schwarzen Nebels zu werden. Okay, also hier ist wirklich so eine Art Fluch, Schwarzer Nebel, die Stars, pipapo. Ich bedanke mich für eine weitere Folge Dark Souls 2. Schön, wieder da zu sein. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.